Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Deponia. Ja, wir müssen die originale Erinnerung wieder beschaffen. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Das ist meine Chance. Okay. Ableseautomat. Wir müssen die Datasette nehmen. Also, wir müssen die andere Datasette eingeben, wahrscheinlich. Oder? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment... Okay. Was ist denn mit den Aufstiegscodes? Müssen wir die nicht irgendwie ablesen? Dann halt nicht. Auf zum Fahrstuhl. Und... wir gehen automatisch hoch. Hallo. Oh. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern. Aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht allein rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals. Wir können doch über alles reden. Du hast gewonnen. Können doch über alles reden. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Verdammt, wir können... niemals? Was sollen wir tun? Er kann ja hochgehen, ohne Probleme. Das heißt, wir müssen... wir können eigentlich nur noch Goal retten, indem wir die Datasette ihm geben. Na, fuck. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm,
Lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla! Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Oh, nee! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat! Ah, okay, okay. Fahrstuhl, Beamter. Sieh es ein. Du hast verloren. Was für eine miserable Beinstellung. Au. Au. Was für eine miserable... Au. Ja, die Frames darüber ist grad... Es ist schwer, bei dem Anblick nicht laut loszulachen. Au. Alter. Okay. Ja, die Frameübergänge sind ein Traum. Ich habe trotzdem 30 FPS, aber... Er hat die Datasette. Es ist aus. Schnapp die Datasette. Zu weit weg. Es ist aus. Dann schnapp ich halt ihn. Griff. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Au. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ich glaube, ich habe mir das Rückgrat gebrochen. Ich habe eine Nadel im Auge. Liebesländer und Schnösel verloren. Das ist wahrscheinlich das Härteste. Passage, ja, ist auch scheiße. Ich habe einen Schuh verloren. Geil, ne? Ja. Toll. Ich glaube, es war alles die gleiche Antwort. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Ah. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Ah,
Ah, sehr geil. Okay, wir haben es geschafft. Deponia 1 ist somit durch. Muss schon sagen, es ist einfach meine Lieblingsspielereihe. Ich kann es nur sagen. Ich finde es einfach so genial. Gut, ich würde sagen, Deponia 2, ich glaube, es ist Goodbye, nein, nicht Goodbye Deponia, Chaos auf Deponia ist der zweite Teil. Ich schaue, dass ich den direkt im Anschluss kriege. Ich weiß nicht, ob ich wirklich direkt danach noch den zweiten Deponia raushaue oder ob da noch Zwischenprojekt ist, ich weiß nicht. Also dazwischen vielleicht ein Projekt einfügen. Aber ich werde sicher den zweiten Teil Let's Playen, das ist klar. Also da, das ist sicher. Und den dritten, der wird auch folgen. Aber gut, Deponia ist vorläufig gerettet. Aber das Ende ist noch nicht erreicht, das hat man noch gesehen am Schluss. Da wird es noch weitergehen mit Rufus. Und ich muss sagen, ich spiele es ja wirklich komplett blind. Ich habe keinen Plan, was uns noch alles erwartet. Und das finde ich eigentlich sehr geil, weil wenn ich es wüsste, dann wäre vielleicht das Spiel nur halb so geil. Ich weiß es nicht. Na gut, ich würde sagen, ich werde mich mal hier verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Deponia-Teil, vielleicht auch bei anderen Let's Play, wer weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich hier ab.